Hallo und herzlich willkommen zurück bei Half-Life 2 mit dem Synergy Mod. Mit dabei unser Special Guest Morgsen und natürlich Hallo. Unser Standardgast PZ. Hallo. Unser Standardgast? Quatsch. Stimmt. Macht ihr das mal? Ich bleib mal so lange hinter dem Baum stehen. Ich fühle mich hier gerade ganz wohl. Ja? 20 HP. Ich glaube, ich hab einen Bombensoldat mit einem Standgewehr geschmissen. Mit einem was? Mit einem von den Standgewehren. Ach so, ich habe verstanden, Spannergewehren. Und dann dachte ich, wird? Aber die ist ja alles zu trauen, insofern. Ja, ist das schon. Der Überwachung in City 17. Es ist eins der Hauptprobleme hier im Viertel. Denn dort ist ein riesiger Unterdrücker, der vom Dach aus alles platt macht. Okay, der ist ein riesiger Unterdrücker, der alles platt macht. Was ist denn jetzt der Unterdrücker nochmal? Der Strider, glaube ich, oder? Oder? Nee, ich weiß es gar nicht. Hier schon? Ich glaube, hier waren die Strider jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich sehe momentan nichts da draußen. Ja, ich rede mit Ihnen. Mit dem letzten freien Menschen. Ich möchte Sie fragen, wie können Sie nur alles aufgeben? Es ist unbegreiflich. Ein Wissenschaftler, der Angst und Rückständigkeit in der Bevölkerung mit der Wahrheit vertreiben kann. Und er stellt sich stattdessen auf die Seite von Unwissen und Verfall. Reden Sie sich nichts ein, Dr. Freeman. Sie haben keine wissenschaftliche Revolution begonnen. Sie suchen den Tod. Stürzen die Menschheit ins Nichts. Selbst wenn sie sich jetzt ergeben, kann ich nicht garantieren, dass unsere Gönner dies hinnehmen. Derzeit scheinen sie selbst meiner Wenigkeit zu misstrauen. Das ist der Dank für meinen Dienst an der Menschheit. Helfen Sie uns jetzt, Dr. Freeman. Geben Sie auf, noch ist es möglich. Verraten Sie das Vertrauen der Menschen in Sie nicht. Tun Sie das Richtige, Dr. Freeman. Für die Menschheit. Naja, gut dann. Nein. Einfach nur, nein. Ich finde das jetzt gerade sehr überzeugend. Ja. Und nun? Na komm, Barney, mach mal was Schönes. Ja. Der steht aber irgendwie nur doof rum. Wollte gerade sagen, der guckt gerade doof für 10 Pfennig. Barney? Da raushüpfen ist ja auch nicht. Komm, tu mal was für dein Geld. Alter, was macht der Typ denn da? Müssen wir vielleicht einfach wieder runter? Meinst du? Da wären wir, der Überwachungsnexus. Sie machen irgendwas wurde jetzt gerade getriggert. Ja. Von hier aus das Tor fast sehen. Ich zeig's dir dann von der Straße aus. Wir müssen da zurück war eine dumme Idee. Und der Unterdrücker wird auch dann noch jeden, ja, unterdrücken, der bis wir ihn ausschalten. Oh. Dann los jetzt! Ja, ich rede mit Ihnen. Ja, dann mach mal. Ja, gut. Ah, jetzt. Warum labert denn der jetzt schon wieder? Geltungsbedürfnis. Ja, ne? Irgendwie. Das war's. Anschleichen hilft nicht mehr. Ja, das hat Barney ja toll gemacht. Ich glaube, der kann irgendwie nichts. Nee. Wobei ich wow. Ganz ehrlich sagen muss, ich fand es in Blue Shift fand ich eigentlich ziemlich cool sogar. Ja, ja, das war auch ziemlich lustig. Aber hier in dem Fall ist halt echt so ein absoluter. Ja. Was halt auch ein bisschen so mit dazu. Ich glaube, die Synchronisationsstimme trägt halt auch so ihren Teil dazu bei. Ja, die ist echt schlecht. Bei mir ist halt Englisch. Alter! Ja. Aber keine Ahnung. Also, ich fand ihn auch jetzt in Half-Life 2 nicht so besonders. Blue Shift fand ich halt cool, weil man ihn halt spielen konnte. Ja. Was soll denn die Scheiße? Oh, Leben? Nein. Von hier unten wirst du es kaum schaffen, Gordon. Ich will von eben erledigen. Ja, die Frage ist. Nee, ja. Schau. Und jetzt? Gehen wir von mal hier rüber. Da ist zu. Da ist eine Tür. Hey, hallo Tür. Lange nicht gesehen. Oh, hallo Gegner. Ach Mann, immer auf mich. Komm, unterdrück doch irgendjemand anders. Ah, ich will hier rein, ich will nicht draußen stehen bleiben.
Unterdrücker unterdrückt das. Das hätte echt aus Dingens stammen können hier. Wie heißt's? Ich komme gerade nicht drauf. Terrorist terrorisiert das. Was war das denn? Ich überlege echt gerade. Ich komme gerade nicht drauf. Ich weiß auch nicht, welchen Film du meinst. War mit Puppen gemacht. Oh, ja! Team America! Ja, genau! Terrorist terrorisiert das. Ich glaube, den gucke ich irgendwann mal wieder. Nein! Wieso leckt das denn hier schon wieder so? Er wird's schaffen! Huch! Naja. Ich bin es nicht gewohnt, dass ich aus dem Rennen nicht schießen kann. Ah, nein! Was ist jetzt passiert? Mein rechter Finger auf der Maus. Egal, weißt du, was ich meine. Ist auf jeden Fall zu empfindlich heute. Das will mir aber auch mal, dass die Hand immer so halb einschläft und dann. Ich hab das auch manchmal. Ich will nicht klicken, aber irgendwie der Finger drückt halt einfach kurz runter. Ja. Ich hab einen Verbündeten getötet. Ich bin mittlerweile auch schon so, dass ich bei Adventures oder so, bei Dialogsequenzen, die Hand ganz von der Maus wegnehmen, weil das passiert schon öfter mal, dass ich dann aus Versehen so irgendwie so auf den rechten Button ankomme. Wo denn? Ach da. Ich bin gleich wieder da. Hier durch. Was hat's Barney hat einen getötet, oha. Vorsicht, Elite. Oh fuck, Mann! Genau das gleiche. Nein. Genau die gleichen Gedanken hatte ich gerade auch, als ich in die Ecke gekommen bin und gesehen habe, wie die alle da aus der Tür rausstürmten. Jetzt bin ich schon wieder bei denen. Ja. Scheiße. Ernsthaft? Das ist echt hart. Hallo Moxen. Ich glaube, ich krieg gleich Besuch. Nee, Barney zieht sich auch noch mal. Und hier kann man. Das Schlimme ist, man kann hier jetzt nicht mal abkürzen. Nee. Aber Moment. Nee, kannst du wirklich nicht. Na super, ich werf eine Granate und die schießt mir in den Arm. So. Ach Gott, ich bin schon wieder fast gelatscht. Oh Mann! Hä? Was macht denn Barney hier? Er hat sich zurückgezogen. Ich bin auch gleich wieder tot. Oh. Oh. Er ist tot. Sehen wir die Granate? Also von mir nicht. War die von niemandem? Ja, nee. Die schmeißen ja auch Granaten. Naja, aber dann hätte man es doch vielleicht. Eigentlich hätte man es doch auch sehen müssen. Aber wir werden besser, wir werden echt besser. Ja, guck da, Barney regelt, sag ich doch. Ja, genau. Es läuft. Was passiert eigentlich, wenn Barney stirbt? Das ist gleich wie bei Alex, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal neu machen. Das wäre kacke. Waren die denn? Ah, das war nie. Ja. Es zieht sich bei. Die haben das Dings nicht abgeschaltet. Ich guck auch gerade. Ah, da hinten ist. Gut, ich wurde hiermit offiziell unterdrückt. Lief nicht so gut. Ah! Oh. Falsche. Lass mich rein! Ich bin ein Star oder so. Nie. Go, go, go. Sieht relativ frei aus hier. Noch. Ja, ich glaube, die eine Granate, die uns gekillt hat. Obwohl die uns gekillt hat, hat niemanden sonst. Ich war das. Ich habe das vorhin aufgeräumt, bevor ich gestorben bin.
Echt jetzt? Das ist kein Angeben. Oh, da ist noch jemand. Helfen Sie uns jetzt, Dr. Freeman. Geben Sie auf, noch ist es möglich. Niemals. Ja, da hat wohl ein der hat wohl verpennt, kann das sein? Ja. Duft nicht mehr raus. So, wo ging das jetzt hier rein? War hier irgendwas? Ah, ja. Gefunden. Na komm, ich möchte ganz gern. Ja, was möchtest du? Hier das Ding rausziehen, aber irgendwie. Nee, das ging nicht. Das ging doch gar nicht durch diese Dingens da, wie heißt's? Nicht? Ah ja, genau, da mussten. Ich dachte, das ging nicht. Hier auf der anderen Seite. Ach nee, hier ist was. Ui. Was ist hier? Hallo, ich bin eine Statue. Hier ist auf der anderen Seite. Ah ja, der, genau, so war das. Der Unterdrücker unterdrückt wieder. Mensch, wir konnten da, glaube ich, so ein Ding durchschießen, oder? Hier so ein na, wo haben wir hier? Bringt leider nichts. Ich gehe auf der anderen Seite gucken. Ich wollte gerade sagen, also irgendwo muss es ja weitergehen. Oh, kann der mal die Klappe halten? Ja, ist nicht allzu viel. Der hört sich, glaube ich, gerne reden. Der hätte Let's Player werden sollen. Oh Mann. Irgendwie schon. Ja, aber das kann ja jetzt nicht sein. Oder wir müssten halt hier durch. Und die Dings hätte wohl nie. Vielleicht mit einer Granate. Ja, könnte sein. Nee, das war nix. Runter! Ja. Ja. Da sehr bist gut. Du aber auch ganz schön gearscht, wenn du keine mehr hast. Ja, deswegen liegen die, glaube ich, da hinten halt noch rum. Ja, ich glaube auch. Yay! Läuft. Hashtag, wir sind drin. Was? AOL, bist du schon drin oder was? Oh, Sprüche, die man beim Sex nicht sagen sollte. Ich glaube, bei mir hat es gerade geklingelt. Ich bin mir aber nicht sicher. Geh doch mal gucken. Genau, schau mal nach. Hier gerade Leveländerung. Barney. Hast so sexy Augen. Zu schnüffeln. Nein, das ist mein Barney. Guck mal, er schaut mich gerade ganz sexy an. So lasziv, dieser Blick. Als würde er mich ausziehen wollen. Was? Nicht ziehen lassen. Nein. Aber er kann an meinem ziehen, wenn er das dann will. Riechen. Ziehen. Und dann wieder zurück und dann wieder ziehen, weißt du? Aber das ist doch bäh. Machen das Ziegen, wie machen das dann Ziegen? Ja, nicht so. Das ist halt viel ästhetischer. Ach so, viel ästhetischer. Okay, das hätte ich mir denken können. Oh Mann. Hat ja natürlich auch was mit Essen zu tun, ästhetisch. So! Ästhetisch, ja. Ja, sprich zu uns. Bin wieder da. Gut. Und gab's eine Pizza? Ja, und der Pizzalieferant wollte mich noch verarschen, wollte mir die Cola nicht geben. Aha. Das ging jetzt aber echt schnell. Ich hatte es nur ja mal, dass sie innerhalb von 20 Minuten geliefert hatten. Wollen wir denn pausieren, damit Moxen in Ruhe essen kann? Nee, ist okay. Ich bin nur froh, dass ich die hab. Ich kann auch später essen. Also die Folge wird jetzt noch 6 Minuten gehen. Wir können auch eine Pause machen, dann machen wir die, schneiden wir das gleich zusammen. Also das können wir wirklich machen. Ist jetzt noch warm, ja. Ist doch, wenn es warm ist. Na genau. Gut. Ja, dann schneiden wir das raus. Gut. Gut, so, weiter geht's. Da sind wir wieder. Kleiner Schnitt. Moxen, wie war deine Pizza? Ja, tut sehr gut. Sehr gut. Was hast du denn bestellt? Standardpizza, Salami, Schinken, Champignons und Paprika. Ich müsste auch mal wieder Pizza machen. Meine Lieblingspizza ist ja immer nur, also es wechselt. Aber so die normale ist halt bei mir Pizza mit Salami, Pilzen und Zwiebeln. Die arme Konsole. Hä? Aha. Aber ich hab doch gerade. Ich hab da durch. Meinst du hier durchs Fenster?
Ja! Ihr seid echt kacke, ey. Ihr seid schuld. Moment, was? Buch? Ach so. Wir sollten nicht. Wir sind echt das Kompetenzteam hier. Läuft, ne? Jetzt, Morgsen macht das. Ja, ich muss wieder regeln. Morgsen regelt, genau. Oh, weil wir alle so überfordert sind. Man kann die mit Rechtsklick auch rollen. Genau, ja, ja. Oh Mann. Das weiß ich ja. Wie gesagt, ich war jetzt halt nicht sicher, wo die jetzt hin soll. Ich glaube, da kommt wieder der Unterdrücker, der uns unterdrücken will. Nee, doch nicht. Da ist halbwegs zu. Okay, doch. Wenn die Schilde wollen, müssen wir die Generatoren einzeln ausschalten. Okay. Ah, hier hinten ist wieder so ein Turret-Ding. Wie machen wir das? Ja. Vorsicht, die kommen. Oh, das war Barney. Ah, da ist noch so eins. Oh. Mach das mal du. Kapit. So, jetzt kommen wir da rein, ne? Genau. Ein Combine-Shotgun, ne? Ja. Haben wir das schon mal gesehen? Weiß ich gar nicht. Also mir wäre, dass es neu wäre. Dir wäre es neu wäre. Ja. Ich spreche gutes Deutsch. Müssen wir die rauslassen? Nee. Die machen doch nur Stress. Oh. Genau, folgt dem Freeman. Oh, ich wollte. Sind sie schon tot? Haben wir sie schon umgebracht? Ach, ich habe keine Granaten mehr. Hier ist ein Medic. Alter, jetzt. Alter. Ja. War das gerade nicht Morgsen? Was? Das war doch gerade Morgsens Granate. Ja, klar. Nein, doch. Ich hatte keine mehr. Ich habe hier drüben das eine kaputt gemacht. Danach hatte ich keine mehr. Das ich stand da einfach nur feige rum und habe gewartet. Das warst du. Einmal mit Profis arbeiten. Komm. Ja. Okay, du hast zwei Generatoren. Rüssel, Rüssel, Rüssel. Ich lasse es leer hier. Nee, da ist noch was drin. Nimm ruhig. Oh. Moment, ich kann ja auch hier den. Was sagt der? Oh Mann, Überwachung auf dem Dach. Genau da wollen wir hin. Okay. Warte mal, da ist noch ein Köpfchen. Ich bräuchte es ja aber auch schon wieder, dass ich um die Uhrzeit jetzt noch eine Pizza gegessen habe, aber da ist nur Jess dran schuld. Ja. Wenn ich immer so spät abends noch eine Pizza esse, dann schlafe ich immer ganz schlecht und habe ganz schlimme Träume, weil irgendwie mein Magen dann so voll ist. Ja, also ich muss jetzt auch, ich muss jetzt auch noch irgendwie, keine Ahnung, bis Minimum 1 oder so wach bleiben, weil sonst, aua, sonst kann ich auch nicht schlafen. Was ist denn hier drin? Wieso sind hier Laser? Töten die mich? Ich geh mal gerade hier weiter gucken. Da kommen so ein paar Combines von hinten. Ja, ja, gleich. Ich hatte ja noch Zeug geiern müssen. Ich komme. Das ist wieder so typisch. Wir müssen, glaube ich, hier unten rum, oder? Bitte? Nee. Weißt du? Ja, wir müssen zu den anderen Generatoren, oder? Ja, wir müssen diese Dinger irgendwie kaputt machen, ja. Ja, ja. Und ich glaube, da gibt's auch. Die müssen wir auch in einer bestimmten Reihenfolge machen. Hier waren wir nämlich noch nicht. Ja. So, schnell das Zeug bleiben, bevor die anderen kommen. Ich nehme einfach so lange das aus dem Regal. Was? Das. Das ist nicht. War da nicht gerade noch. Passt auf! Ja, wir kriegen jetzt Besuch. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwie stand Barney gerade noch vor mir. Au! Nein! Wieso geht denn das da nicht durch? Ja, bei PC geht's natürlich durch, war ja klar, ne? Also echt, ihr wollt mir doch verarschen, ey.
Das war jetzt aber auch nicht. Hier noch welche? Da. Die zerlegen sich gerade selber. Alter Falter. Die kommen durch die Tür. Die von hier. Ah! Fuck, Waffe ist leer. Wie sagt mir das denn wieder keiner? Gib Deckung, ich lade nach. Nein! Nein! Wir sind alle tot. Ja. Der Barney lebt noch. Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Ich glaube nicht, dass Barney das regelt. Wir müssen uns da cleverer anstellen jetzt. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Stellen wir uns in der nächsten Folge mal clever an. Meinst du wirklich? Danke fürs Zuschauen. Stimmt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.